Hallo zusammen und willkommen zurück. Wir machen weiter mit unserer Serie Good Luck 2021. Und heute geht es um das Modul Clockface. Das schauen wir uns jetzt an. So, die Animation ist fertig. Und wir kriegen automatisch einen Pop-up von unten, in dem wir jetzt festlegen können, ob wir die Uhr bzw. den Stil der Uhr auf dem Always-on-Display verändern oder auf dem Sperrbildschirm. Wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Always-on-Display. Die App hat jetzt hier bereits einige Presets für uns, also einige Vorlagen, die wir jetzt einfach nur anklicken können. Und dann wird uns die Option gegeben, entweder jetzt diese vorgefertigte Uhr, diesen vorgefertigten Uhrenstil zu verwenden oder den noch weiter zu bearbeiten. Ja, das passiert jetzt hier bei jedem Stil. Ganz interessant finde ich hier diesen Lego-Stil. Ne? Den könnte ich jetzt einfach so mit dem Haken hier akzeptieren. Apply Clockface kam jetzt als Nachricht und wir schauen uns das Ganze an. Da sehen wir es. Ah, ist jetzt recht dunkel. Ich denke, so sieht man es. Ne, mit einem Augenzwinker von ihm, von dem Lego-Menschen. Einen Moment. Da zwinkert er uns zu. Finde ich ganz lustig, ganz witzig. Und wir können das Ganze aber noch weiter einstellen. So, Always on Display ausgewählt. Wir gehen wieder zu unserem Lego-Menschen, Klemmbaustein-Menschen und drücken auf den Stift. So sieht der Bearbeitungsmodus aus. Wir haben hier einen Button zum Speichern, zum Ablegen. Hier unten haben wir einmal die 12 für die Einstellung der Uhrzeit. Wenn wir mal draufklicken, dann können wir den Stil der Zahlen ändern, beispielsweise in diese Darstellung. Ne, dann lassen wir es nochmal dabei. Hier können wir auswählen zwischen 24 oder 12 Stunden Modus. Da. Hier, ob es horizontal, vertikal oder auch diagonal angezeigt werden soll, die Uhrzeit. Also da hat man wirklich einiges an Einstellmöglichkeiten. Dann hier für den Stundenzeiger die Farbe. Blau, grün, lila, dunkelblau. Und hier nochmal für den Minuten Zeiger. Ja, je nachdem. Und wenn wir einen Doppelpunkt hätten, also Colon, hätten wir das auch einstellen können. Haben wir jetzt in der Darstellung nicht. Eventuell. Ja, nee, das geht nicht. Haben wir hier generell nicht. Okay. Wir sind aber trotzdem noch nicht fertig oder am Limit der Einstellmöglichkeiten, denn also dieses Lego-Menschen ist hier von diesem GIF oder GIF, je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt. Da haben wir einige. Hier eine Blume, ein Herz, ein Hasen, Kaktus, U-Boot, kleiner Geist, kleines Gespenst, Toaster und hier ein Faultier nehme ich an. Genau, wir belassen es bei dem Lego-Menschen und sind immer noch nicht am Limit, denn wir können hier weitere hinzufügen. Wenn wir auf das Pluszeichen klicken, könnten wir jetzt noch eine analoge Uhr drauflegen, wenn wir lustig sind, die auch verschieben. Da die Farben einstellen, kennen wir bereits von der digitalen Uhr und auch hier das Design ändern. Beispielsweise in Punkte oder ich denke, römische Zahlen wird es auch geben. Oder auch nicht. Ich sehe es gerade nicht. Nee, habe ich nicht gesehen. Genau, und wenn man das nicht haben will, dann klickt man dieses Kästchen an und geht auf den Papierkorb. So, was gibt es noch? Also eine Analoguhr,
eine Digitaluhr, die haben wir da bereits drauf oder drinnen. Dann können wir ein Datum hinzufügen. Da seht ihr es, können wir natürlich auch verschieben. Hier haben wir einige Einstellmöglichkeiten, dass der Text fett, kursiv oder unterstrichen dargestellt werden soll. Ich kann mir auch hier die Farbe ändern. Das Format mit Wochentagsangabe oder eben nicht. Und ob es horizontal oder vertikal gestapelt angezeigt werden soll. So, weiter. Des Weiteren können wir hier noch einen Text einfügen. Da könnte ich jetzt hin reinschreiben, EOZM4K. Und wir bestätigen das Ganze. Nein, kein Absatz, sondern nur bestätigen. Wir können es verschieben. Fett, kursiv unterstrichen, die Farbe natürlich ändern. Alles machbar. Und es geht noch weiter. Jetzt könnten wir zusätzlich sogar noch ein Bild einfügen. Und da haben wir auch eine große Auswahl. Herzen, Sonne, Regenbogen, Stern. Guckt es euch an. Also ich denke, da ist für jeden etwas dabei. Ne? Gott sei Dank ist der Winter vorbei. Wir wollen alle Sonne. Genau, also wirklich sehr, sehr viel. Das war's. Wir wählen mal die Sonne und packen sie hier runter. So, und wenn wir dann zufrieden sind, können wir das Ganze abspeichern. Da seht ihr es, gerade erstellt. Und wir haben hier immer die Möglichkeit zwischen Face, also den Vorlagen quasi, die uns Samsung zur Verfügung gestellt hat. Und dann können wir hier noch wählen MyClock, also all das, was wir jetzt selbst erstellt haben. Und wenn ich das jetzt wähle, mit einem Haken, Apply Clock Face, und da ist es. Na, ihr seht es bereits, die Uhr hier wird unten abgeschnitten, das müsste ich noch ein bisschen versetzen, aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Also da ist der Kreativität wirklich freien Lauf gelassen. Und ihr könnt euch da wirklich austoben. Dasselbe kann man natürlich auch auf den Sperrbildschirm anwenden. Das würde dann hier abgebildet werden. So, dann sind wir auch am Ende dieses Videos. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut, bleibt vor allem gesund. Und wir sehen uns im nächsten Video dann mit dem Modul Multistar. Also dann, passt auf euch auf, macht's gut, tschüss.